Hallo meine Lieben. Ja, ich bin mal wieder auf was aufmerksam geworden und zwar, den hatte ich auch in meinem Native Access drin und zwar den BX Enhancer. Der kommt von Brainworks und wie halt gesagt, die sind ja jetzt mittlerweile mit unter einem Dachverband zusammen mit Native Instruments. Den habe ich mir mal etwas genauer angeguckt. Und wenn ihr mit der Maschine arbeitet und ihr macht rein mit der Maschine Software, ist der BX Enhancer nicht schlecht. Der BX Enhancer ist ein Channel Strip. Das könnt ihr auf jede Gruppe draufsetzen, um die ein bisschen was besser abzumischen, damit man da sozusagen, damit die einzelnen Instrumente besser auf der Stage zu hören sind. Die könnt ihr in den Vordergrund holen, zurücksetzen und so weiter. Wenn ihr jetzt nicht natürlich unbedingt mit dem Neutron arbeiten wollt, dann macht ihr sowas Ähnliches, ne? Und ich habe mir gedacht, wow, das Ding ist eigentlich gut. Ich habe ihn ausprobiert. Es ist jetzt nicht das mega super Turbo-Teil für x100 €. Ja, also es gibt haufenweise Channel Strips. Den kann man sich aber definitiv vor allen Dingen jetzt, wenn die Cyber Sales bzw. Winter Sales sind, kann man sich den einfach mal anschauen. Und dann bin ich aber auf die Idee gekommen, ja, in Bitwig selber könnte man das ja mal nachbauen mit den einzelnen Elementen. Ja, und das habe ich gemacht. Und zwar wollte ich euch mal meinen Channel Strip zeigen in meinem Bitwig. Ich switch mal eben um. So, das hier unten ist mein Channel Strip. Das ist eigentlich der Channel Strip, den ich schon immer als Chain machen wollte. Und das geht ja in Bitwig. Und auf jeden Fall diesen Channel Strip, das sind Sachen, die ich so benötige. Und dabei ist mir aufgefallen, wenn ich die ein bisschen anders sortiere, dann ist das genau dasselbe wie der BX Enhancer oder andere Channel Strips mit noch ein bisschen was oben drauf, natürlich, weil es ist Bitwig. So, die ganzen Elemente, die ihr hier seht, das sind alles Bitwig-eigene Plugins. Wenn ihr nicht die Studio-Version habt, sondern ihr habt eine kleinere Version, könnt ihr natürlich die einzelnen Elemente auch immer durch andere Sachen, die dasselbe tun, ersetzen. Das heißt mit anderen VSTs. So, ich fange mal an. Was habe ich hier gemacht? Und zwar die erste Gruppe. Wenn man reinkommt, ist sozusagen etwas, um insgesamt die Stimmung besser zu fokussieren. Und zwar gibt es hier einmal den Tilt, das ist ein ganz normaler Tilt-Equalizer. Ihr seht, der ist aus. Dann habt ihr einen Sculpt. Der Sculpt ist nach einem Pull-Tag gemacht worden. Da könnt ihr verschiedene Hertz einstellen und dann euren Sound noch etwas anhängen. Und dann habt ihr den Fokus, der ist, glaube ich, das Ding heißt Mac 5 oder sowas. Danach ist der modelliert. Und die habe ich jetzt extra hier in der FX-Layer reingesetzt, weil man sollte nicht alle benutzen, sondern wenn ihr welche benutzt hiervon bitte nur einen. Sonst ist es einfach over the top. Wie halt gesagt, wenn ihr sowas nicht habt oder ihr habt schon andere Plugins, die dasselbe hier machen vom Sound her, dann könnt ihr die gerne hier als VST ersetzen. Deshalb mache ich hier das Video, damit ihr euch das nachbauen könnt. So, auf jeden Fall, den machen wir mal zu. Danach gehe ich in einen mit Sidesplit. Und zwar ist das sehr praktisch, weil hier kann ich jetzt auch ein bisschen regeln in den einzelnen Gruppen. Und ihr seht, ich habe mal so, also ich arbeite immer mit Gruppen. Wie hat gesagt, ich habe nicht die Weisheit mit Löffel gefressen, aber das ist meine Art, wie ich bei meinen Projekten immer arbeite. Ich habe zum Beispiel eine Kick-Rumble-Gruppe, dann habe ich eine Bass- und Lead-Gruppe. Das sind dann sozusagen die tieferen Synthesizer, die irgendwo mitspielen, die aber auch ein bisschen was mehr Klarheit brauchen. Dann habe ich die Synths, meistens die Pads oder sowas oder Arps, die laufen. Dann habe ich Percussion, das sind halt Sachen in höheren Frequenzen. Und dann habe ich noch eine separate Gruppe für Riser und FX-Sounds, die ich hier drin habe, die ich dann auch sozusagen da alle reinstapel. Und das ist für mich, das kommt eigentlich dieses Prinzip wieder auch bei mir von der Native Instruments Maschine. Da hat man Gruppen. Die Gruppen sind dann ungefähr auch so aufgeteilt. Das kann man so ein bisschen nach Frequenzrange machen. Wie halt gesagt, tiefe Frequenz, dann liege ich in der Frequenz so bis ungefähr, sagen wir mal, 600 bis 800 Hertz, von 200 bis 600, 800 Hertz. Hier geht man dann in die Mids rein, in den Percussion bin ich bei den höheren Sachen und die Riser sind irgendwo dann dazwischen, je nachdem, wie ich brauche. Die könnte ich hier reinstopfen. Hat jetzt für mich einen Vorteil, wenn ich arbeite. Das ist ein No-Brainer und das brauche ich beim Produzieren. Ich habe ein Template fertig, ich lade das hoch. Ich habe Bock auf einen Pad-Sound. Dann gehe ich sozusagen, suche ich mir einen geilen Sound raus und schmeiße den in meine Synths rein. Und wie ihr hier seht, auf jeder einzelnen Gruppe habe ich hier immer die Chain drauf liegen. So, alles klar. Wir waren auf jeden Fall Tilt, Sculpt und
Focus. Man muss das nicht benutzen, man kann es benutzen. Danach mache ich mit Zeit. Damit könnte ich zum Beispiel bei der Kick hingehen, könnte die Mitten sozusagen etwas anheben, die Seiten hier ganz runterdrehen, damit sind die Seiteninformationen raus. Bei anderen Synthesizern, zum Beispiel bei den Synthesizern, kann ich dann aber auch reingehen oder bei Percussion-Elementen kann die Mitten, also Percussion ist glaube ich da eher gut, das ist alles was Claps, Snares und so weiter sind, die kommen in die Percussion-Gruppe rein. Da könnte ich zum Beispiel hingehen, die etwas mehr aus den Mitten rausziehen und etwas in die Seitensignale reintun. Das hier passt auch sehr gut, wenn ihr zum Beispiel mit Texturen oder sowas arbeitet. Dann müsst ihr ja diese Texturen um euren Kick-Bass-Bereich sculpten und das kann man mit Mid-Side-Split extrem gut machen. So, und jetzt noch einen lieben Gruß an den Polarity. Ja, wenn ich von Bass rede und Bassline, dann ist das für mich ein melodisches Element im Techno, das heißt sowas wie ein tiefer Lead-Sound, ne? Also den richtigen melodischen Sound, den ihr hört. In den Kick und Rumble, da reden wir oder ich im Techno und so, wenn wir uns unterhalten, nicht von Bass, sondern das ist der Sub-Bass, der da reinkommt. Das ist also was ganz anderes als die normale Bassline. Ne? Hatten wir uns letztes Mal einen kleinen Chat drüber bei Polarity auf dem Discord-Kanal. Wer Polarity nicht kennt, ich verlinke ihn mal unten rein, da kommt ihr auch auf den Discord-Kanal, da kann man ja auch auf Deutsch, vor allen Dingen auch über Bitwig reden und wer den Polarity nicht kennt, naja, also bei Bitwig, ich glaube, den kennt man, da brauchen wir nicht drüber zu reden. So, auf jeden Fall mal weiter. Danach gehe ich in eine zweite FX-Layer rein, nachdem ich das gemacht habe, also die ist nicht hier drin, ne? Hier drin in dem mit Side-Split habe ich hier oben einen EQ, der ist jetzt ein EQ, der ist jetzt aus. Da gehe ich zum Beispiel bei den Mitten hin, hier ist so ein Bass-Drop, den habe ich schon mal drin für die Kick. Das heißt, ich schaue mir an, wo meine Bassline, die hier, ne, die melodische Bassline, in welchem Frequenzbereich die drauf ist und für wenn ich das diese Gruppe hier auf die Kick lege, dann kann ich das hier schon mal dippen, um einfach mehr Platz zu machen. Und hier oben habe ich einfach einen ganz einfachen, wie heißt der noch? Low Shelf, genau. High Shelf? High Shelf. Auf jeden Fall ein High Shelf, um einfach meine Bassanteile etwas oben aus den Percussions rauszuziehen und da ein bisschen was mehr Platz zu machen. Und das verschiebe ich mir dann immer nach Bedarf. Wie halt gesagt, das hier ist keine Raketenwissenschaft, die ihr folgen müsst, sondern das ist mein persönliches Teil, wie ich das mache. Auf den Seiten habe ich dann genau den anderen Teil, da habe ich ein bisschen runtergezogen, damit nur die höheren Elemente da reingehen. Aber auch hier, das passe ich immer pro Song an. Ich habe hier auch keine Vorlagen selber. Das könntet ihr natürlich machen. Ihr könntet euch selber hier diese Chain nehmen. Wie halt gesagt, die ist frei, kostenlos. Zeige ich euch gleich, wo ihr euch die runterziehen könnt. Das könnt ihr durch eure Module ersetzen, selber umbauen, gebrauchen, so wie ihr wollt. So, dann gehe ich rein in eine nächste FX-Layer, da habt ihr zum Beispiel einen Saturator. So, und das ist auch, wenn man sich den BX-Enhancer anguckt, dann bin ich, glaube ich, genau, hier oben bei diesen Sachen bin ich hier gerade. Die haben entweder einen Saturator oder einen Clipper drin oder Dynamics, könnte man das auch nennen. Und diese drei Module habe ich dann hier untereinander geschaltet. Wir haben den Saturator, das ist der normale Saturator. Da kann man sich dann auch die Standard-Bitwig Vorlagen rausholen oder man nimmt den Over. Der Over ist ein Clipper, den kann man sehr gut benutzen. Das ist jetzt bei der 5.2 ist der, glaube ich, aus rausgekommen. Übrigens hier unten diese Sculpt Focus und der Tilt, das sind auch Sachen, die jetzt mit der Version Bitwig 5.2 rausgekommen sind. Der Over ist dann nochmal einer drüber, einer oben drauf. So, und dann gibt es nochmal Dynamics, da könnte ich auch nochmal ein bisschen was dran rumspielen, wenn es denn sein muss. So, gehen wir mal weiter. Danach habe ich einen De-Esser. Einen De-Esser brauche ich zum Beispiel nicht, wenn ich auf der Kick arbeite. Sowas passt oben in die Percussions rein, weil man da noch ein bisschen diese hohen Töne schon mal mit rausholen könnte. Deshalb liegt der hier. Danach kommt ein Transient Control. Der ist natürlich wieder eher was für den Kick-Bereich, wenn ich noch an den Transienten arbeiten möchte. Und wie hat gesagt, und dann habe ich einen EQ Plus. Und der EQ Plus ist jetzt hier gerade, ne, und da kann ich mir aber ganz genau angucken und vor allen Dingen auch, wenn ihr in den Inspector reinguckt, könnt ihr ganz genau zum Beispiel eine Referenz mit reinnehmen. Das heißt, ihr könnt ihr ganz genau sehen, wo zum Beispiel eure Baseline läuft und könntet dann hier einen kleinen Dip für die Kick reinmachen, damit die noch ein bisschen was mehr rausgesculptet wird. So, und das passe ich mir dann immer pro Gruppe an. Und wie halt gesagt, ich arbeite hier auch meistens, gehen wir mal rein. Die, womit ich am meisten arbeite, ist Low Shelf, High Shelf. Und wenn ich einen High Cut oder einen Low Cut mache, dann bin ich also 6 oder 12 dB
hier auch 6 oder 12 dB im Low-Cut, ich gehe nie auf die höheren Sachen. Ne? Und ein Bell könnt ihr natürlich benutzen oder ein Notch könnt ihr natürlich benutzen, wenn ihr da zum Beispiel bei den Percussion noch merkt, dass ihr irgendwo Obertöne habt, dann könnt ihr euch diese Resonanzen könnt ihr damit suchen und dann hier ein bisschen rausziehen. So, danach geht's in einen Multiband FX2 und zwar haben wir in Bitwig nicht so was Schönes, dass wir hingehen können und können zum Beispiel in unserem Tool ab einer bestimmten Herzzahl etwas Mono machen. Hier mit dem FX2, also mit dem Multiband FX2 geht das, denn ich habe auf beiden habe ich einfach nur ein Tool liegen und da könnte ich jetzt zum Beispiel hingehen und könnte sagen, okay, hier bin ich komplett auf Mono, aber hier nur im Bereich sozusagen in den Lows, die lasse ich mal hier und den Bereich hier ziehe ich mir dann runter auf, keine Ahnung, 160, 200 Hertz, so wie ich das haben möchte, dann habe ich die Verteilung. Und dann gehe ich auf meine Highs drauf und bei den Highs könnte ich hingehen und könnte das Ganze zum Beispiel nur noch 20% haben. Somit habe ich den unteren Bereich Mono, aber alles, was jetzt über 187 Hertz ist, ist dann etwas weiter. Wenn ich das möchte, muss man nicht benutzen. Ich mache es auch nur manchmal. Danach gehe ich in den Compressor Plus, je nachdem, was ich benötige. Auf einigen Spuren, zum Beispiel auf der Percussion, nehme ich hier oder den, der hat ja verschiedene, sozusagen, der hat ja verschiedene Ausrichtungen. Da nehme ich dann zum Beispiel nur einen Glue. Wenn ihr aber was einen Bandkompressor haben wollt, dann geht ihr hier in den Vanille rein. Und wenn man sich das Ganze anguckt, hier kann ich dann auch, wenn ich hier was laufen habe, genau meine Bänder auch abstimmen von der Kompression. So, und dann mache ich den mal wieder klein. Und zum Schluss gehe ich noch sehr selten in den Peak Limiter, weil ich bin nicht der Freund, überall noch überall einen Limiter drauf zu hauen, sondern ganz zum Schluss der Limiter, das ist sozusagen nur, wenn ich den wirklich brauche, schalte ich den nochmal ein. Ja, das war also meine Gruppenchain. Und für euch ganz kurz zur Information und natürlich auch ein bisschen Eigenwerbung logischerweise. Ich habe es immer in die Texte reingepostet bei meinen Videos. Ich habe auch eine Buy Me A Coffee Page und auf dieser Buy Me A Coffee Page findet ihr die ganzen Videos. Da gibt es auch mittlerweile, die sehen dann so aus, 2 Videos, die sind nur für Member und das werde ich auch in der Zukunft etwas ausbauen, dass es da ein paar Videos für Members gibt, wenn ihr da Lust drauf habt. Wenn nicht, sind da dieselben Videos drauf, die auch auf meinem YouTube-Kanal, wo ihr jetzt gerade drauf seid, wo ihr die gefunden habt. Was ich jetzt aber gemacht habe, ist, ich habe nicht nur meine ganzen Beiträge da mittlerweile drin, sondern ich habe auch einen Shop angelegt und da seht ihr den Alex Channel Strip für Gruppen. Den habe ich hier angelegt und wie ihr hier auch seht, der ist absolut kostenlos und der wird auch kostenlos bleiben. Das heißt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch den runterziehen. Geht in eure Bitwig Library rein und da unter die Presets unter Chain, da steht hier aber auch nochmal drin geschrieben, wenn ihr euch den holt und dann könnt ihr den da ablegen, damit arbeiten und wie halt gesagt, seid nicht frustriert, wenn es nicht ganz klappt, wenn ihr die Sachen nicht habt, ihr könnt die alle durch eure VSTs, mit denen ihr am liebsten arbeitet, könnt ihr die ersetzen und wie ich auch am Anfang gesagt habe, das ist halt eine Art und Weise, also ich fand es jetzt interessant, das alles nur mit Bitwig mitzumachen, ne? Und wie er hat gesagt, das ist eine Sache, wie ich arbeite, das ist definitiv nicht jetzt das Nonplusultra. Wenn ihr diese ganzen Module übrigens noch vertieft kennenlernen wollt, dann mal wieder, habe ich ja gesagt, den verlinke ich unten rein, den lieben Polarity, weil der hat garantiert zu jedem einzelnen Modul, hat er irgendwo noch ein Video, wo er das Ganze erklärt. Und vergesst nicht, es gibt natürlich immer, wenn ihr im Inspector seid, das heißt, wenn ihr das Modul anklickt und auf der ganz linken Seite macht sich der Inspector auf, habt ihr oben noch die Hilfe und dann habt ihr ein schönes kleines Bild, wo jedes einzelne Modul nochmal erklärt wird. Und auch nicht vergessen, dieser kleine Ordner, ich zeige ihn nochmal, dieser kleine Ordner zum Beispiel hier, damit bekommt ihr immer Presets auch für euren Compressor. Und da sind eigentlich von den anderen Usern aus der Bitwig-Community ziemlich geile Sachen dabei, die man einfach mal nehmen kann und dann ein bisschen was für sich abändert. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen. Also, wie halt gesagt, den Anfängern, es sind ja eher Anfängervideos, die ich hier mache, für diejenigen, die mit Bitwig arbeiten wollen und die dann anfangen und dann noch ein bisschen was straucheln. Und ja, kann man für jede Musik benutzen, wo ich das speziell für mache, ist natürlich Techno. Ich hoffe, wie halt gesagt, habt noch einen schönen Abend. Ich konnte euch hoffentlich ein bisschen weiterhelfen. Ja, lieben Gruß aus Belgien, euer Alexander.